Ihr wollt wissen, was ich hier mit der Säule mache? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ja, was haben wir eigentlich heute vor? Wir wollen anfangen, da uns das Zeug, was wir hier unten im Zug haben, hochbringen zu lassen. Das heißt, wir wollen da oben was hinbauen, was so ähnlich wie ein Lager aussieht, so ein kleines. Für die Sachen, die wir da rechts stehen haben. Damit wir uns das alles schön holen können. Dafür müssen wir aber da unten die Bänder umdrehen, beziehungsweise erstmal wegmachen und hochbringen. Und dann müssen wir es da oben hin haben. Mit der wollen wir das schon mal nicht machen. So. Aber, wenn ich gerade hier bin, habe ich Beton dabei. Schade. Sonst hätte ich nämlich hier nochmal eben so eine Schräge runtergezogen. Ich hätte, glaube ich, schöner ausgesehen. Egal. Das ist dann irgendwie verbunden. Vielleicht hole ich mir auch noch eben einfach Beton. Müssten wir ja hier haben. Haben wir hier nicht. Haben wir das da? Haben wir da. So, weil so sieht das irgendwie seltsam aus. Und wenn ich das schon mal gerade sehe, dann mache ich das auch direkt weg. Guck mal, diese Doppelrampe ist nicht geeignet. Die ist aber geeignet. So. Das gefällt mir besser. Wobei, was ist, wenn ich... Moment. Nee, die nicht. Das muss die invertierte sein. Mal so viele Probleme gehabt, das irgendwie halbwegs hinzukriegen. War gar nicht so schwer. Okay, das haben wir. Wir könnten natürlich auch mal gucken, dass wir hier die entsprechenden Säulen machen, aber das ist alles was für später. Wenn wir den Bahnhof vielleicht noch mal schön verkleiden oder so. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Oh, da fällt mir gerade noch was auf, was ich machen könnte. Ich könnte einmal hingehen und gucken, warum ich da zu wenig von dem Schwefel kriege. Das wäre vielleicht sogar noch sinnvoller, als jetzt hier irgendwie rumzuhampeln. Wenn ich nicht weiß, was ich dafür dann brauche. Aber ich glaube, das mache ich auch eben. Weil sonst stockt mir das nachher alles und ich meine, ich könnte natürlich auch irgendwie die beiden jetzt darüber legen, dass auf allen irgendwie das gleiche ist, aber warum habe ich da eigentlich zu wenig? Das wird so nichts. Müssen wir mal da hochgucken. Ja, wir müssen ja sowieso ein Stückchen fliegen. So, dann kommen wir da oben über das Gift erst gleich. Hier müssen wir einmal dran vorbei. Hier müssen wir quer durch. So. Ach du Scheiße, jetzt muss ich noch drauf achten. Wie rum das ist. Hallo, Zug. Hey, hey. Der mittlere ist es. Was habe ich denn da? Natürlich habe ich nichts dabei, womit ich irgendwas ändern könnte, aber wir kriegen das schon hin. So.
So. War jetzt der mittlere, den ich hier habe, war der, ich hoffe, das ist der von hier, sonst habe ich einen ganz schönen Weg vor mir. Garantiert ist der nicht von hier, sondern irgendwo von ganz hinten. Wahrscheinlich ist das, was ich am Ende brauche. Ich gehe mal davon aus, dass an irgendeiner Stelle ich einfach das falsche Material verwendet habe. Hätte ich jetzt natürlich ein bisschen Aluminium, okay, wir haben Aluminiumplatten haben wir hier, die nehmen wir jetzt erstmal mit. Mal runter, weil die gehen hier in den Bahnhof rein. Die holen wir mal da raus. Ja, ist hinten für hinten blöd, aber da muss ich nochmal komplett rum. So, hier lang. Jetzt kommt alles von da oben. Da geht Beton durch. Wir schnappen uns hier die Leiter. Und dann, welcher ist das? Der da hinten. Und es ist natürlich der einer von den weit weg, natürlich. Dann fliegen wir da. Habe ich wirklich irgendwann mal vergessen, ein Stückchen schnell zu machen? Oder wo ist mein Problem? Was hatte ich denn da? Was habe ich da anders gemacht, als ich es hätte machen sollen? Nee, nicht so. Wo sind die Kollegen? Da geht das so rum. Mal hier hoch. Da ist der. Ja, komm, wenn ich jetzt schon hier bin. Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. So, darüber. Wo war das? Das geht da unten schön. Steht auch nirgendwo. Also das ist das einzige Band, was wirklich läuft. Ja, wir irgendwie darüber. So, komm da an. Bitte, nimm. Ja, kann da. Da. Da hängt der rum. Lass mal gucken, was wir hier gemacht haben. Da kommt auch genug an. Ich befürchte, ich hätte irgendwie Schnecken mitnehmen müssen. Das kommt natürlich von da hinten. Ist aber auch wirklich an der am weitesten entfernten Stelle. Natürlich. So, hier lang. Darüber. Darüber. Oh, es kommt auch tatsächlich so langsam da hinten raus. Das heißt, mir fehlt eine Schnecke. Ich habe hier auch keinen Schneckendingsbums-Sensor-Teil-Radar-Ding dabei. Ah, ich sehe da vorne eine. Wahrscheinlich habe ich auch nichts dabei, um mir mal eben ein Teil zu bauen. Nein. Ich sehe schon, das Ding ist nicht übertaktet. Also. Ich weiß auch noch, warum der nicht übertaktet ist. Natürlich. Das war das Problem. Oh, shit. Okay. Ups. Ups. Was war das? Okay. Das ist jetzt dumm. Okay.
Das merken wir uns. Das war jetzt absolute Zeitverschwendung, das hier zu machen. Da hinten wäre eine Schnecke. Da würde ich eine rauskriegen. Da ist eine, da habe ich noch eine. Und da ist eine. Problem ist, ich habe keinen... Ja, ja, ruhig da unten. Ich habe halt keinen... Nichts dabei, um hier die Werkbank zu bauen. Und es fehlt mir wirklich nicht viel. Ey. Platten wissen wir ja... Obwohl, doch, Platten wissen wir, die kriegen wir hier nirgendwo. Weil da oben ist eine Festplatte. Da könnte man nochmal versuchen hinzugehen. Den Weg dahin, darum. So lang. Nur eben. Also das ist jetzt nur ein schneller Versuch hier. Aber hier haben wir scheinbar sowieso schon gelootet. Du da unten siehst mich nicht. Genau. Sonst hier finden wir, ne? Das ist aber jetzt doof gelaufen. Okay. Wir müssen da anders rangehen. Dann fliegen wir jetzt zurück. Wir müssen tatsächlich da hinten einmal ein bisschen rumbasteln, damit wir das anlassen kriegen. Da muss ich rüber. Ja, ja. Hüpf! Und dann nicht. Okay. Jetzt haben wir, fliegen wir darüber, stürzen wir eine Runde ab. Aber jetzt machen wir langsam. Da war auf jeden Fall irgendwo eine Spinne. Oder nee, so ein Viech ist da, okay. Ah. Ich habe echt gedacht, wir könnten mal eben. Ich hätte irgendwo einfach nur ein Band falsch gesetzt, ne? Irgendwo ein 270er Band hin, anstatt voll ist, weil ich wieder kein Material dabei hatte oder so. Na, ist wirklich doof gelaufen. Was noch so ein Summerstoot, den hole ich mir jetzt aber nicht. Da ist gerade einer aus dem Baum gefallen. Wie geht denn das sein, wenn er das mag? Ne? Was soll er tun? Wären Schrauben, aber ansonsten Motoren. Allen möglichen Kram finde ich, aber Stangen und Platten nicht. Comply. Ja, ja, comply, comply. Wo complye ich denn hier? Ich sehe noch nicht mal, was ich complyen soll, also ganz ruhig. Okay. Ich möchte mich dann auch gleich bei euch entschuldigen, dass ich eine Viertelstunde eurer Zeit verschwendet habe für das hier. Aber es hätte ja auch klappen können. Ja, dann schauen wir mal. Da unten ist der Wasserturm, genau. Das ist unsere Alu-Produktion, die auch aussieht wie Putzwurst. Was packe ich eigentlich da rein? Also vor allem, warum packe ich das da rein? Weil das geht jetzt hier rauf, geht dann da wieder runter. Was habe ich mir denn bei dem Schwachsinn gedacht? Da drüben mache ich das auch so. Wir einfach nicht weiter drüber reden. Wie habe ich mir denn da gedacht? Scheinbar nicht viel. Ja. Okay.
Zug ist nicht da, der kommt mir also jetzt entgegen. Bestenfalls. Suche ich mir kurz vorm Ende jetzt irgendwo eine Stelle, wo die drei schön nebeneinander liegen und ich mir dann eben einen Merger und zwei Splitter nehme und dann kommen von den anderen beiden, geht das darüber und dann sind sie alle drei gleich. Wobei besser wäre, wenn ich zwei intelligente Splitter nehme. Nicht da, aber kriege ich. Mit zwei intelligenten Splittern kann ich das natürlich so basteln, dass dann auch nur, wenn es steht, das Zeug da drauf kommt. Sinnvoll ist es eine andere Frage. Die nächste Frage ist, wo genau ich das mache. Gehen wir mal hier lang. Kommen wir hier rauf, genau. Hui. So, hier ist der Punkt, wo das auf einmal seltsam wird. Ups. Aha. Wo hätte ich denn eine Stelle? Okay, da wo es runterkommt, könnte das sogar klappen. Wir sind hier. Könnte man einen. Wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir es auch dahin. Unten drunter, dann sieht man nicht, was ich für einen Quatsch gemacht habe. Die brauche ich. Kabel nehme ich mir mal. Latten brauche ich garantiert. Stangen sowieso. Ja, ich vorsitze aber die mit, weil ich habe keine Ahnung, was ich gerade brauche. Ich habe gesagt, ich brauche zwei intelligente Splitter und einen Merger. Ich habe die Eisenplatten. Da fehlen mir die Dinger. Okay. Okay. Dann einmal hier runter. Machen wir das. Da drin machen wir das auf jeden Fall nicht. Wir packen uns. Nee. Da ein Splitter hin, wir packen uns da ein Splitter hin und wir packen uns dort einen Merger hin. So. Dann schnappen wir uns das 5er Förderband. Das sieht sowas von bescheuert aus. Das müssen wir uns merken, weil ich hier gerade für einen Quatsch mache. Weil der muss nämlich wieder weg, dieser Quatsch, sobald ich das einmal richtig gemacht habe. Jetzt, das heißt richtig gemacht. Ich vollkommen egal, wie ich das hier mache, aber so wie ich es jetzt habe, ist es. Egal wie ich es jetzt mache, ist es falsch. So. Der läuft da voll. Wahrscheinlich wird er dann doch irgendwann auch stoppen. Stoppen, wenn ich.
Aber jetzt dürften oben auch alle Apparillos laufen. Dann sieht das nochmal anders aus. Da stoppt noch nichts. Hier wird sauber verteilt. Auch gut. Okay. Haben wir das hingekriegt? Jetzt habe ich gesagt, wir brauchen. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Wenn wir uns das Zeug nehmen. Noch da ein bisschen was. Nein, noch nicht. Auch nicht. Nicht. Den noch dazu. Das wären schon 10 Stück. Das heißt, ich könnte von jedem 2 da hinsetzen. Wenn ich hier noch ein bisschen was finde. Ich finde noch ein bisschen was. Ich nehme jetzt. Die Frage, macht es Sinn, das hier runterzuziehen oder nein, tut es nicht. Also gehen wir hier rüber, gehen hier hoch und gehen hier rüber. Dann geht es nach vorne hoch. Ja, mal gucken, was momentan unsere. Warum läuft hier wieder nichts? Warum ist hier kein Durchfluss? Ab und an mal wieder. Pumpt wird fleißig. Dann setzen wir uns das mal hier hin. Plumps. Also, wir machen jetzt für jede einzelne Ressource. Wie machen wir das denn? Setzen wir die so hin? Wäre, glaube ich, gar nicht so doof, ne? Dann käme das nämlich, könnten wir das nämlich an dem Ding da hoch. Naja, das geht auch nicht. Gucken wir mal. Aber von der Idee her gar nicht so doof. Wir setzen uns die hier hin. Und zwar hier drauf, dann das so setzen, sollte das ganz gut sein, ne? 1, 2, 3, 4. Habe ich gerade selber veräppelt hier. Ja, dann wollen wir uns ein paar von den Kollegen setzen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier oben drauf. Ja, rein ist richtig. Das hätten wir. Hier können wir nicht fliegen. Das ist doof. Wo haben wir den? Hallo Mast, komm mal her. Fehlt mir Draht. Kommst du nicht her? Ist ja auch okay. Du bist ja da frei in deiner Entscheidung. So, jetzt wollen wir hier rauf. Dann haben wir hier Gott sei Dank eine Leiter. Und dann können wir nämlich ganz vorne anfangen. Und ja, du sollst so aussehen. Du sollst in die andere Richtung gehen. Und du sollst wieder in die Richtung gehen. Das ist richtig. So, dann hätten wir gerne. Auf dieser Seite. Den.
den. Den. Ganz oben brauchen wir nichts mehr. Hier hätten wir gerne den. So, jetzt läuft das nämlich alles in den oberen Container rein und kommt auch wieder runter, sodass der schön von unten nach oben vollläuft. Und wir kommen an alles ran. So soll das sein. Das kriegen wir auch von hier aus gebaut. Das heißt, wir gucken uns das jetzt hier ab. Drehen den um. So. So. Den da. Den da. Den da. So nicht. So. Das. 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 Da. Da und da. Eieiei. So, und dann holen wir uns gleich, wenn wir das gemacht haben hier, sowieso das ganze Zeug noch von unten holen und so. Dann holen wir uns dann Materialien, um wenigstens mal eine hinzustellen. Und mit den Materialien machen, also, ne, stellen wir hin und dann gucken wir mal, wie viele, wie hoch die Dinger sind, wie weit wir die dann runter bzw. auch wieder raufgebaut kriegen, weil, ne, wie weit wir raus müssen, weil hier ist ja doch ein bisschen wenig Platz dann. Und da geht das Telefon. Ja, diesmal ging es wenigstens schnell. Okay. Das haben wir. Das läuft alles hoch. Der sieht falsch aus. Oder? Nee. Alles richtig. Sehr gut. Also, wir kriegen das Zeug hier rauf. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, direkt das wieder. Dann warten wir kurz. Okay, haben wir das. So, wir haben gesagt, wir brauchen 5. Wir könnten natürlich einfach auf die Masten, die wir hier haben, auch solche Masten setzen. Wir die Möglichkeit, das Zeug schon mal bis hier hinten hinzubringen. Also wenigstens bis hier hin. Weil wir müssen an die Löcher ran. Mache ich die jetzt alle auf eine Seite? Dass die hier eine ein Fünfer Stapel sind, weil das ist ja alles nur temporär. 2, 3, 4, 5. Jetzt versuchen wir mal Folgendes. Gucken wir mal, kommen wir von hier aus da dran? Kommen wir. Ziehen das so weit runter wie geht. Kommst du her? Hey, jetzt ist hier wieder Pixelschubserei angesagt. Und der letzte. Okay, das hätten wir. Wenn wir noch weiter runterbringen.
da haben wir nicht mehr genug Material. Okay. Wenn ich das hier so sehe. Das wird seltsam. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Ziehen dann noch weiter hier rüber. Oder wir können natürlich auch dann hier alles so abgehen lassen. Na, schauen wir mal. Oh, erstmal noch ein bisschen Material. Und dann müssen wir überlegen, wie wir den Spaß da hochkriegen. Auch das ist nicht das Problem, weil wir können nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5 hinsetzen. Wenn ich die da auch hinsetze. 1, 2, 3, 4. Mir fehlt Material. So, hier runter. Okay. Wir brauchen das Zeug. Wir brauchen das Zeug. Wir brauchen das Zeug. Und da haben wir nur da. Das ist doch ganz okay. Okay. So, haben wir gesagt, 5 brauchen wir. Also noch einen da oben drauf. Dann ziehen wir uns Bänder. Und zwar gehen die von dort darüber. Seite. Und dann packen wir uns hier vorne die Kollegen da, Fusionatoren. Und zwar machen wir das Ganze 1, 2, 3, 4, 5. Und von da aus gehen dann wieder Lifte runter. Das ist natürlich jetzt richtig doof, ne? Das hätte ich mal andersrum machen sollen. Dann machen wir das doch auch. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? 1, 2, der kann bleiben. Der kommt weg. Da und da. Du gehst dahin. Du gehst dahin. 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 Und du bist so hin. Dann wollen wir mal runter. Gerne dich. Du bist der da reingeht. Also für den. Für diesen hier, du bist hier auf dem Boden. Ich mache ein zweites Spaghetti Town hier. Wahnsinn. Du gehst in die Richtung. Und du hier gehst ebenfalls so ein bisschen mehr in die Richtung. Das heißt, wir können den rausnehmen. Den rausnehmen. Müssen wir jetzt alles hier wegnehmen.
Du schickst deine Ware bitte dahin. Du kommst an von da und schickst da rein. Du gehst bitte hin von dort da rein. Oh Mann, ist das hier einfach so rumgewuselt. Da, der hier, egal, obwohl, nee, nicht egal, die müssten gleich auf jeden Fall noch weg. Du gehst bitte dort rein, habe ich gesagt, und du kommst hier hin. So, und wenn ich den hier lasse, dann wird das ja da oben auch, ne, dann liegen da ein paar Dinger rum, das heißt, der hier. Wo habe ich den oben angeschlossen? Nee, das ist nur dieses Stückchen. Und der untere. Ja. Okay. So, jetzt haben wir den Spaß hier dran. Das heißt, alles, was wir jetzt hier nehmen, geht da oben hin und dann können wir gucken, wie wir das einpacken. Lieber Zug. Ich hätte dich gerne einmal angedockt. Und danach wirst du auf die Reise geschickt. So. Du gehst da raus und holst den Spaß. Ich habe dann schon mal alles, was ich so brauche, da oben. Hier hoch. Ich war doch gerade hier. Ah. Aber ich so Millimeter arbeiten, ne? So, wir haben gesagt, wir brauchen dort. An der Stelle. 1, 2, 3, 4. 5. Und dann kommt der Spaß. Von da. Dahin weiter. Haben wir nämlich gleich schön alles da oben, können damit dann anfangen, ne? Einmal ein Probekraftwerk für, wir gucken mal, wie hoch das wird. 1, 2, 3, 4, 5 und wo genau wir das hinsetzen müssen. Ich will das ja da in diese Lücke haben, ein bisschen. Wie viel Platz wir überhaupt brauchen, erste Etage mal planen. Ich dachte immer. Okay. Das halt nicht. Zwei. Drei. Vier. Woran ich gar nicht gedacht habe, ich bräuchte wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kupfer da oben. Kupferbleche und so. Und Kunststoff. Aber. Wir setzen erst die Kraftwerke und dann können wir uns das andere Zeug ja immer noch holen, um dann die Rohre zu machen. 1, 2, 3, 4, 5. Und weiter geht's. Sag mal.
nein. Warum meinst du eigentlich immer, ich möchte das von hinten anschließen? Jetzt mal im Ernst. Jetzt habe ich ja zwei automatische Züge laufen. Ich bin echt mal gespannt, ob das halbwegs funktioniert. 2, 3, 4. Da hinten haben wir schon 5. Sehr gut. So, einmal. Und so weiter. Und der letzte oben drauf. So, das haben wir. Bleib mal ruhig da unten. Ja, wenn ich näher rangehe, wird es einfacher. Ich weiß es ja, ich weiß es ja. Und du auch noch dahin. Okay. Jetzt wollen wir den Kollegen hier. Irgendwie auf diese Höhe hier bringen. Wie sieht das längentechnisch aus? Geht das? Das geht. Sehr gut. Dann gehen wir hier mal hoch. Jetzt wollen wir nämlich da dran. 1, 2, 3, 4. Und wir setzen den da rein, den da rein, den da rein und den Kollegen da rein. So. Wie sieht es denn zügetechnisch aus? Zwei Züge, die fahren. Ich sollte die vielleicht nennen. Das geht doch irgendwie. Das war die Nummer hier. Einmal zurück. Ups. Nicht zu weit zurück, sondern so. Und dann kann ich hier rum. Sehr gut. Der Spaß läuft hier rein. Sammelt sich unten. Sammelt er sich oben? Nein, sammelt sich oben nicht. Aber er geht oben rein. Glaube ich. Geht auch schnell genug wieder raus. Ja. Ja, geht da oben rein. Und da oben wieder raus. Geht nach unten. Okay. Jetzt schnappen wir uns mal hier so einen Kollegen. Dass wir. Was haben wir hier? Die sind auch schnell hier reingekommen. Gehen wir hier mal auf die 200. Und hier packen wir einfach mal alles rein. Bis auf 200. Und Computer holen wir uns noch. Die sind hier. 1, 2, 3, 4. So. Und dann schauen wir mal. Strom. Treibstoffgenerator. Den hätten wir gerne. Das ziehen jetzt mal ganz bewusst ziemlich weit nach hinten, aber eben nicht genau an die Kante. Jetzt nur aufpassen, dass ich nicht die Kante runterfliege. Den gerne hier drauf. Dann kann ich das nämlich genau
angucken. Also, wir hatten hier diese Stelle. Wir machen uns jetzt mal. Jetzt. Die Farbe nehmen wir denn mal. Das hier einfach nur, damit wir es sehen. So, alle, wo der draufsteht. Ja, in der Mitte ist auch noch einer, ich weiß. So. Und auf der anderen Seite noch einen. Nein. Okay, also. 3x3. 3x3, Höhe. Da müssen wir jetzt anders machen. Das dürfte die richtige Höhe sein. Ja. So. Wie gesagt, das ist unser Testteil hier. Ne? 7 Stück. 7 hoch. Machen wir 8. Weil 8 ist eine schönere Zahl. Oh. Und dann könnte man da die nächste Zwischendecke setzen. 8 hoch. Okay. Das heißt, 8 mal 4. 32 Meter. Wir haben gesagt, wir machen mal 8. 256 Meter hoch das Ganze. Okay, das wird ordentlich. Plus die, ne? Das heißt, wir hätten unterste Ebene. Warum rechne ich das? Das ist egal. Brauchen das 8 Mal. Und es würden dadurch quasi 2 Vierer, ne, wenn, mit Zwischenböden würden ja nochmal entstehen. Wenn ich wirklich die Platte oben drauf setze, diese halbe. Oder setze ich die einfach nur da dran. Ne, also, wir haben ja, na, komm her. Wir haben ja die Möglichkeit, entweder zu sagen, ne, so und dann, von, na, so und von da aus Decke. Oder, na komm, so und da Decke. Wenn ich das so mache, dann wäre ich genau bei diesen 256 Metern. Das wird auch gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, das wird einfach nur, damit ich das einmal weiß. So, das ist das, was ich haben möchte. Jetzt müssen wir gucken, wie viel Beton habe ich eigentlich dabei. Ah, ein bisschen habe ich noch. Okay. Erstens, ich habe dummerweise gerade keinen. Ich habe den Draht dabei, das ist ja, das wird ja auch gehen. Kann ich wenigstens ein paar, ja. Dahin, dahin, und dann gucken wir mal weiter. 0. Natürlich, wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich kaputt. Bot bin ich da. Hier ist irgendwo, da ist die Leiter. Eine Leiter, natürlich. Ich und Leitern. Wir kennen das Spielchen. So. Wow. Genau. Nee, 0. Hier war die 0. Ich sehe dich. Komm. Nicht verstecken. Wow. Da dran. Da dran. So, dann können wir nämlich hier wieder fliegen. Den Kollegen. Erstmal da hin. Genau an der Kante sind. So, jetzt geht das nämlich los. Bis wohin müsste ich denn? Also eigentlich wäre die Ebene dort wäre optimal. Wenn ich die rausziehe, und dann hochgehe, dann komme ich irgendwann mit dem, glaube ich, in Konflikt.
Ja, wenn ich bis hierhin rausziehe, wie sieht das eigentlich hier aus? Das ist dieser Pilz. Wenn ich bis dahin gehe, das wird natürlich auch passen, ne? Da. Jetzt die Frage, wie weit kann ich hier rumgehen? Also das wird spannend, ne? Dann würde ich versuchen, von da aus zu gehen. Und hier rüber. Oder ich... Nee, nach unten. Ich glaube, es ist besser, wenn ich von da aus loslege. Von da aus hier rüber. Und dann den Bereich da einnehmen. Oder... Sag ich, ich gehe hier, fange wirklich hier irgendwo an, hier vorne so, gehe da rüber und bastel mich dann in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen, wahrscheinlich optisch interessanter wäre es natürlich, wenn ich sowas mache. Und ich muss ja das auch sowieso noch irgendwo abstützen und so, aber das sind alles Details. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfangen würde, in die Richtung zu gehen, ja auch hier schon diese Trennung. Und dann hier runter. Es könnten zwei Etagen schon werden. Also wenn ich hier hingehe und sage, ich möchte den gerne da dran haben. Nee, nicht da drauf und nicht davor, sondern ja, so hätte ich den gerne. Und jetzt gehe ich damit 10 runter. Weil mehr kann ich ja, so ist man nicht. Nur einmal vorsichtig hier ins Runtertasten. Ich bräuchte 16. Dann hätten wir nämlich schon mal zwei Etagen hier. Das sind schon mal 14, 15, 16. So, und in dem Fall müsste ich dann wirklich ein und unter setzen. Den hätte ich aber gerne nicht in Standard, sondern in Sub. So, machen wir den mal. Okay. Da ist da jetzt ein Zug drin? Ah, okay. Ja, da steht gerade ein Zug drin. Okay. Da, dann hätten wir... Jetzt muss ich wieder 8 hoch. 1, 2, 3, 4, 6... So, da an der Ebene. Zack. Da. So, den machen wir einfach nur so dahin. Dann hätten wir das. Das heißt, wir hätten hier... Viel tiefer kann ich da auch gar nicht. Aber wir hätten hier... Jetzt schön schon mal 2 Etagen reingesetzt. Hier die Kraftwerke drauf, da die Kraftwerke drauf. Haben wir schon mal 2 von den 8 Ebenen. Hier oben, die durchziehen, haben wir dann auf jeden Fall schon mal 3. Brauchen 8. Entweder, ich habe gesagt, brauchen 3. Wir brauchen 8, meine ich. Dass da zu 6 Rohren zusammenführe, anstatt zu 8. Durch 6. Okay. Durch 4,5. Also 126 Stück ist mir zu viel. 94 war, ist schon heftig. Das sind ja fast 100 pro. Nee, machen wir anders. Okay, also, ja. Wie genau ich das jetzt mache, weiß ich noch nicht. Überlege ich mir noch. Wie gesagt, die 2 in die Richtung haben wir schon mal. Dann könnte ich überlegen, da weiter rauszuziehen und dann wieder runterzugehen. So ein paar Stufen reinzubringen. Das wäre eine Möglichkeit. Da
Dann hätte quasi die Etage da unten die doppelte Anzahl. Wie wären das hier? Ja. Hier oben die Etage bekommt die 94. Also 95. Die hier bekommt die nächsten 95. Diese hier unten bekommt dann 190. Und geht da hinten dann wieder einen runter. Oder zwei. Dann bin ich 190, kriege ich schon mal vier. Dann, wenn ich das dann nochmal runter mache. Let's go. Ja, das machen wir. Da machen wir so ein paar Stufen mit doppelter Anzahl und so. Das wird spannend. Aber das sehen wir alles erst in der nächsten Folge. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen. Ich habe mein Outro wieder hingekriegt.